Hallihallo, heute mal ein etwas schwieriges Thema. Ich habe mir Probleme, jemandem was zu erklären. Vielleicht erklärt das Video hier, was ich meine. Es geht um etwas, für das ich gar keinen Namen kenne. Ich nenne mal das Ganze Parameterinjektion. Wir kennen meine hunderte und unendlichen Videos zu Shell Injections. Es gibt noch andere Injection-Möglichkeiten. Ich nenne das mal eine Parameter-Injektion. Und damit ich das jetzt überhaupt erklären kann, habe ich hier so ein Beispiel mal vorbereitet. R-Sync ist ein Programm, das ihr bestimmt schon mal benutzt habt, ne? Da gibt man dann ein Leerzeichen, ein Quellpfad, ne, von wo gesichert werden soll, synchronisiert werden soll, wieder ein Leerzeichen und dann wohin damit, ne, zum Beispiel User at Host ins Verzeichnis Test, ne, wenn man einen Rechner hätte, der Host heißt und man wäre der User namens User und dann würde das ins Verzeichnis gesichert. Wunderbar, da kommt noch ein Leerzeichen, dann gibt es noch Optionen, ne, oder Parameter. Ne? Zum Beispiel den Parameter minus E und der Parameter minus E erfordert noch mehr zusätzliche Texte, zum Beispiel X-Message. Gut. Ganz normaler Vorgang. R-Sync sichert von und dann nach und da gibt es noch diverse Einstellmöglichkeiten für R-Sync. Vollkommen normal. Wie ist das jetzt mit dieser Parameterinjektion? Ja, wie beschreibe ich das jetzt? Gut, es gibt natürlich zum Beispiel grafische Programme, die das dann automatisch machen. Oder ihr benutzt das in eigenen Skripten, ne, damit ihr nicht immer den Quellpfad und Zielpfad angeben müsst. Ja? Der Benutzer wird gefragt, von wo sichern, Dokumente, ja, nach wo sichern, dahin. Ja. Jetzt ist aber so, wenn der Benutzer jetzt auf dem Zielsystem zum Beispiel einen Ordner anklicken könnte, ne, anklicken könnte, und der wäre in der Hand von bösartigen Menschen, und dieser Zielordner hieße insgesamt so, ja. Der Zielordner, den man zum Beispiel von einer grafischen Benutzeroberfläche angeben könnte, hieße insgesamt so. User as Host, Tests und das ist auch ein zulässiger Datei- oder Ordnername. Ne? Dieses Leerzeichen ist zulässig, minus E, da sind keine speziellen Zeichen drin. Der Zielordner hieße so. Und dann würdet ihr das in einer grafischen Benutzeroberfläche anklicken und sagt, dahin will ich meine Dokumente sichern. Ja, jetzt kommt es drauf an. Was macht jetzt das Programm damit? Wenn das Programm fehlerhaft ist, dann setzt es das einfach so ein, so hintereinander weg, wie ich es hier so schreibe. Ja? Wie ich es hier so schreibe. Und die Shell würde das dann hier interpretieren als zusätzliche Parameter für rsync und nicht als Pfad. Und darin liegt die Krux. Jetzt ist rsync in diesem Beispiel gut geeignet, denn es ist in der Lage, eine Remote Shell auszuführen. Ja, eine Shell, einen Befehl auszuführen, ne? Mit dem Parameter minus E. Hier in dem Fall X-Message. Ich wäre also als böser Angreifer in der Lage, dieser Zielrechner wäre in der Hand eines bösen Menschen, vielleicht ein öffentliches FTP-Verzeichnis. Der Ordner könnte von mir bösartigerweise frei gewählt werden. Ich nenne den so. Jemand macht mit rsync vielleicht sogar ein verschlüsseltes Backup, ne, zum Beispiel mit Duplicity in diesen Ordner. Und wenn Duplicity wie im Moment fehlerhaft funktioniert, dann wird das hier gesplittet. Ne? Gut, dann wird dieses Kommando gesplittet. Duplicity könnte sagen, ja, das sind ja Leerzeichen dazwischen. Von wo? Dokumente da und kriegt diesen Pfad, aber zerteilt den, ja, splittet den. Und schon wird das dahinter plötzlich als Parameter interpretiert für rsync in dem Fall. Habe ich im Moment heiße Diskussionen mit dem Duplicity-Team, denen das beizubringen, dass das vielleicht nicht so klug ist.
Ja, das ist jetzt nicht so schön. Das ist genauso gut wie Shell Command Injection. Gut, rsync hat die Möglichkeit, über den Parameter minus e ein Programm zu starten. Und ja, mit minus e wird normalerweise eine Remote Shell gestartet auf dem Zielsystem. Gut, den Namen der Remote Shell kann ich angeben. In dem Fall habe ich das bösartigerweise ein lokales Programm genommen, ja, das hier auf dem PC läuft, und das heißt xMessage. Und dann hängt dieses Remote Shell Kommando noch so ein paar Parameter an, zum Beispiel den Usernamen und so weiter. Aber xMessage wird erstmal gestartet, ja. Das ist ja, ja. Das meine ich mit Parameterinjektion. Wenn ich jetzt Enter drücke, ja, wird das Programm xMessage gestartet. Ist ja auch richtig, ne? Rsync kriegt den Parameter minus e, also benutze die Remote Shell namens xMessage. Startet also xMessage. Und an die Remote Shell wird das hier angehängt, ja, ne, der wird das übergeben. Aber erstmal wird xMessage gestartet, ne, das Programm wird gestartet. Okay, ja, dass das hinterher zu einem Fehler führt, ist nicht so tragisch. Der Angreifer hätte sein Ziel schon erreicht. Das könnte auch Firefox zum Beispiel sein oder etwas Ähnliches. Parameterinjektion, damit meine ich, wenn aus diesem Pfad, der zulässig ist, wenn das ein Pfad wäre auf dem Zielsystem, der besteht aus zulässigen Zeichen, den kann ich so anlegen, ist überhaupt kein Ding. Wenn der Benutzer einer grafischen Benutzeroberfläche einfach auf diesem Pfad klickt und sagt, dahin will ich meine Dokumente gerne sichern, von hier nach dort, ne? Dann könnten diese Parameter gesplittet werden durch das Leerzeichen, und das macht im Moment Duplicity so. Obwohl schon einige Fehler habe ich schon behoben bei denen, aber die haben es immer noch nicht so ganz kapiert. Jedenfalls ist es dann so, wenn das hier gesplittet wird, ne, der Pfad zerrissen wird, dann könnten das hier Parameter werden. Und wenn das Parameter werden könnten, dann könnte ein Kommando ausgeführt werden. Ich nenne das jetzt mal Parameterinjektion. In dem Fall bräuchte ein Angreifer nur schauen, welches Programm wird denn lokal gestartet, welche Parameter sind zulässig für rsync. Da sucht man sich ein schönes Parameterchen aus. Das könnte zum Beispiel auch eine Datei erstellen, die dann eine andere Datei auf dem lokalen System überschreibt, ne? Ja, oder löscht. Eben in dem Fall. rsync eignet sich hier sehr gut, weil es halt tatsächlich auch ein Programm ausführt mit minus e. Natürlich ist minus e eigentlich gar nicht dafür gedacht, xMessage auszuführen, aber das ist dem Angreifer egal. Er hat sein Ziel erreicht. xMessage oder meinetwegen Firefox würde ausgeführt, und das wäre dann nicht so schön. Das nenne ich jetzt mal Parameterinjektion. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.